Good morning. Ich habe richtig scheiße geschlafen, weil, also falls jemand das interessiert, also nicht aufgrund der Schwangerschaft und nicht wegen dem Baby oder so, weil ich mir mit zwei Personen das Bett teile, die mir immer die Decke wegnehmen. Ich schwöre, das ist so nervig. Also ich habe ja, wir haben eine 2,40 Meter Decke und es reicht irgendwie trotzdem nicht für uns, weil das Problem ist eigentlich, also ich schlafe rechts, Juli schläft links, in der Mitte schläft Eliana. Eliana schläft bei uns im Bett. Eliana will keine Decke haben. Also ich will Decke, Juli will Decke. Eliana will aber keine Decke haben. Das heißt, also das funktioniert schon mal gar nicht, wenn man eine Decke sich teilt, in der Mitte das Kind ist, das Kind aber keine Decke will. Das heißt, sie macht dann immer ihre Beine raus und strampelt rum. Und Juli zieht sich dann die Decke hin. Ich habe gar keine Chance. Ich habe keine Chance auf diese Decke. Und friere eigentlich die ganze Nacht dann. Bis ich dann irgendwann aggro werde. Und dann wecke ich meistens Juli auf. Er soll mir die Decke geben. Ein bisschen nervig. Aber wir werden für die nächste Nacht auf jeden Fall eine weitere Decke holen. Weil ich kann so nicht mehr schlafen. Es ist wirklich nervig. Vor allem, weil ich dann versuche, wie ein Opfer diese Decke zu ziehen. Aber dadurch, dass ich schwanger bin, will ich natürlich nicht so viel Kraft aufwenden. Struggle. Aber egal. Ich bin gerade auf jeden Fall am Laptop und erledige ein paar Sachen. Und danach, wollten Kat und ich zum IKEA. Bevor wir zu IKEA gehen, werde ich hier noch was aufhängen. Und zwar kommt da jetzt ein Riesenbild hin. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich habe nämlich Ende letzten Jahres schon bei Desenio einen riesen Bilderrahmen bestellt. Und zwar ist es 1 Meter auf 1,50 Meter. Also ich glaube, das ist das größte Bild, was ich besitze hier. Und habe dazu auch natürlich ein Poster gekauft. Werde ich jetzt mal einrahmen. Ich bin gespannt, wie stabil das ist, weil ich habe es einmal hochgehoben und dachte mir, krass, ich habe das Gefühl, dass es auseinanderfällt. Sophie! Ah, ich dachte schon. Ignoriert bitte mal kurz das Chaos. Ich meine dieses Bild da hinten. Also es ist wirklich riesig. Wenn man mal überlegt, das hier ist 1 Meter... Nee, das ist 70 auf 1 Meter und das ist 1 Meter auf 1,50 Meter. Das große Bild da hinten mal. Wahrscheinlich im Schlafzimmer. Ja, das wird jetzt ein Spaß. Nein. Also, das kommt gar nicht so rüber, aber das Bild ist wirklich riesig. Tada. Oh. So, das wird jetzt aufgehängt. Ob das die Mitte ist? I doubt it. Also Bilder aufhängen ist so eine Pressure. So sicher zu gehen, dass alles gerade ist. Wird eh schief. Ich weiß es schon, aber egal. YOLO! Ich vertraue schon drauf, dass dieses Laserding gerade ist. Ich habe gar keine Wasserwaage genommen. Aber das passt schon, oder? Hast du einen Dank? Aber ein Magewand noch schwer zu mir? Ich frage mich, ob der Abstand so kurz ist. Oh mein Gott. Bin ich drin? Stopp! Stopp! Mann, stopp! Das ist gerade. Das ist gerade, das sieht nur schief aus. Nein, das Bild ist nicht gerade, wo die Mitte ist. Nein, nein. Nicht gerade. Nee, das Bild ist nicht gerade nach. Nein, nein, guck mal, der Abstand von hier und nach unten. Nee, das ist gleich mal. Ich gucke mal, mich ich. Nee, das Bild innen drin ist nicht gerade mal. Ja, aber das ist auch nicht gerade hier. 1 Zentimeter. 30 nur hier, 140. Ja, okay, fail. Also das Bild haben wir gerade aufgehangen, also das, den Bilderrahmen, aber das Bild innen drin haben wir falsch aufgeklebt. Toll. Also, ich fühle es irgendwie gar nicht. ich glaube, das liegt auch am schwarzen Rahmen. Deswegen Planänderung. Ich werde
zwei von diesen Bildern aufhängen, also von der Größe her, nicht so ein Riesenbild. Und ich glaube, das gefällt mir auch mehr mit den Holzrahmen. Okay, Friends, wir haben es geschafft nach 100.000 Versuchen. Ich habe hier wirklich alles Mögliche getestet und aufgehängt. Ja, und damit bin ich jetzt zufrieden. Ich finde, das passt ganz gut mit dem Schwarz und der Lampe. Dann die Holzrahmen finde ich 100.000 Mal besser als jetzt dieser schwarze. Und ihr? Ihr seid fix und fertig, hä? Von meiner Aktion. Jui. Süßen Mäuse. Schon sehr bequem. Für was denn? Keine Ahnung. Boah, voll geil. Ja. Ich sehe aus dem Penner. Wir sind gerade hier im IKEA. Und zwar haben wir eigentlich was zurückgebracht. Ah, warte mal kurz. Wir müssen hier hin kurz. Jetzt haben wir was zurückgebracht und jetzt kaufen wir natürlich auch was, ne? Von der Gutschrift, die wir bekommen haben. Diese Boxen, man kauft irgendwie immer wieder von diesen Boxen und die werden benutzt. Genau. Also, die, ich finde es so krass, man braucht immer wieder neue. Okay, ich brauche 7 Stück. Ich glaube, das ist nicht genau. Yes. Oh mein Gott, das ist so satisfying. Bei IKEA lohnt es sich halt auch voll, diese Boxen zu holen, weil sogar auf Amazon sind sie teuer. Ja, schon krass. 51 offen sind. 6 Stück. Ich will die auch holen, aber ich weiß nicht, wie ich jeden Mann mache. Tja. Ich bin vorbereitet auf diesen Trip heute. Lorenas Zimmer. Eure Kommode im Wohnzimmer? Ja, genau, da habe ich gedacht, ich mache das da rein. Das passt, glaube ich. Kann ja. Die stapeln. Ja, aber mit Deckel. Also es ist eigentlich schön Wetter. Ich. Nee, doch, sehe ich auch scheiße aus. Also ich sehe auch. Also wir haben festgestellt, heute sehen wir scheiße aus. Ja, wir sind jetzt hier im Leib und Leben. Und zwar waren wir früher ganz oft, für die ein oder andere, die sich erinnern. Was war das für ein Blick? Und wir lieben hier diesen Birchermüsli. Das ist einfach seit Jahren der geilste Birchermüsli. Seitdem habe ich keinen besseren gegessen. Ja. Das ist tatsächlich der beste Birchermüsli. Nur wegen dem Birchermüsli können wir eigentlich nicht her. Ja. Ansonsten ist es Frühstück ein bisschen Standard, aber auch geil. Ja. Und ja, jetzt haben wir noch Kuchen bestellt, weil Nachmittagsjause. Ja, es steckt im Blut. Es ist erst 14 Uhr. Ja. Eine frühe Nachmittagsjause. Ja. Ich frage mich, es gibt immer so eine Kaffeekuchenzeit. Ab 16 Uhr oder ab 15 Uhr? Genau, das ab 15 Uhr, glaube ich. Das ist die Frage, wann ist denn die Kaffee- und Kuchenzeit? Ich glaube ab 15 Uhr. Ja. Wir hatten gerade so eine komische Situation und zwar haben wir gezahlt bei Leib und Leben. Ey, ich will mich gerade verarschen. Mach mal okay. Was okay? Ach so, geht's. Das kann man sehen. Okay. ja, wir hatten gerade voll die komische Situation und zwar wollten wir bezahlen und Katze so, alles zusammen bitte. Die dann sagt die Kellnerin zu Anna, guckt dann zu Anna an, lächelt sie an. Sie sind eingeladen und ich dachte mir so, Alter, nur Anna oder was? Anna war ja damit wieder beim Restaurant eingeladen. Rude. Und sie hatte gemeint, sie lädt mich ein. Weißt du, du warst so, ich war voll verwirrt, weil ich dachte mir so, warum lädt sie nur mich ein? Und dann sagt sie, achso, nee, ich hab das verstanden, dass sie einlädt. Ich so, achso. Nein. Ich glaube, das ist so eine Situationskomik, das war nur in diesem Moment witzig für uns. Ja. Aber ja, es war Verwirrung. Also können wir jetzt halt losfahren oder was? Was hat der eigentlich alles drin, oder? Wir sind übrigens mit Leos Auto unterwegs. Sein Glücksbringer. Echt jetzt? Mhm. Das ist wirklich sein Glücksbringer. Keine Ahnung. Opfer. Ah, da guck. Hab ich doch. Weiß nicht, ob wir noch vom Fleck kommen. Elianas Puppentheater ist fertig. Das hier ist ihr Theater. Und kreativ.
Fertig! Back home! Ich mach mal einen kleinen Haul. Also, Kleiderbügel. Dann habe ich diese zwei Gardinen hier geholt. Das ist für Elianas Zimmer. Ich habe ihr rosa Gardinen geholt. Das sind die Moa Lisa, heißen die. Richtig schön sehen die aus. Dann ein Besen. Das ist kein richtiger Besen. Das ist so, hier vorne ist so Kunststoff. Ja, mal gucken, wie das so ist. Aber ich dachte, für meinen Boden ist es ganz praktisch. Diese Holzkiste hier, die wollte ich für den Kamin nutzen. Also da wollte ich die Anzündhölzer und sowas reinmachen, so Kleinkram. Weitere Gardinen, die habe ich mehrmals geholt. Die sind fürs Wohnzimmer. Da wollte ich die Gardinen mal austauschen. Dann habe ich noch so ein, auch so ein Besen, Kehrbesen geholt, aber ein Kehrbesen, wo man sich nicht bücken muss, sondern so ein Stehkehrbesen. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann natürlich noch ganz viele Sammlerboxen. Man kann nicht genug Sammlerboxen haben. Also es ist echt krass, habe ich heute nochmal festgestellt, weil ich habe schon so viele von diesen Boxen und ich habe einfach, und jede einzelne Box wird benutzt, also ist in Gebrauch. Also ist so krass eigentlich. Ja, einfach um so Sachen zu organisieren, zu verstauen. Ich habe teilweise Sachen für die Garage geholt und auch für unsere TV-Kommode. Ja, ansonsten habe ich noch so Kleinkram, also ein Messer. Dann diese Gardinenhaken, die ich ja für die Gardinen brauche. Dann so eine Putzbürste. Das hier, das fand ich auch interessant. Und zwar ist es so ein Kleiderbügel für Putzlappen. Die kann man dann hier dazwischen klemmen. Dann habe ich noch eine Salz- und Pfeffermühle geholt. Ich fand die ganz schön. Meine sind nämlich nicht so geil. Und ich dachte, es müssen neue her. Bin mal gespannt, wie die sind. Aber sehen ganz cute aus. Einfach, ja, so. Eigentlich ganz okay. Mal schauen. Genau, ich werde jetzt die Sachen mal da auspacken. Und ja, that's it. Schaut mal, was angekommen ist. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich habe vor ein paar Tagen oder Wochen, ich weiß gar nicht mehr, es war schon eine Weile her, habe ich dieses Beistellbett ausgepackt und die Seitenteile waren kaputt. Jetzt wurden die Seitenteile nachgeliefert. Jetzt heißt es aufbauen. Oh mein Gott. Alles gut. Friends, unser Beistellbett steht. Fühlt sich so komisch an, dass hier bald einfach ein Baby drin liegen wird. Ich weiß aber nicht, ob ich komplett fertig bin, weil da ist irgendwie noch ein Teil. Und ich habe keine Ahnung, für was das ist. Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall noch rausfinden. Hier ist auch so ein Rausfallschutz, das kann ich dann immer abnehmen. Und, das steht jetzt hier in unserem Gästezimmer. Das ist gerade irgendwie unser Abstellraum. Das Bett steht jetzt nur vorübergehend hier. Das wird natürlich in unser Schlafzimmer kommen. Und es ist echt sehr, sehr groß. So für ein Beistellbett ist es riesig. Also eigentlich ist es so groß wie ein normales Babybett. Aber ist nicht so schlimm. Wir können es dann dafür etwas länger verwenden. Mir ist gerade beim Vlog-Schneiden aufgefallen, dass wir den Vlog nicht beendet haben. Deswegen wollte ich das jetzt mal kurz nachholen. Tschüss. Komm,